Ja. So. So, und herzlich willkommen bei I Am Bread. Ja, wir spielen ein Stück Brot. Ja. Schauen wir mal, wie es ist. Ich habe mir noch nie wirklich großartige Videos dazu angeschaut. Story-Modus, Bagel-Rennen. Randale, Feiermodus, Käsejagd. Ah, erstmal. Nein! Screw-Tutorials. Story-Modus, Küche. Gucken wir uns das mal an. Herr Merton verbrachte den Großteil der Sitzung im Gespräch über seine Vergangenheit. Vor allem über seine gescheiterte Geschäftsidee Mertons Händler und die anschließende Scheidung von seiner Frau Barbara. Danach drohte er wieder dem Stadtrat und dem hiesigen Welt der Teppiche. Am Ende der Sitzung erwähnte er dann noch voller Wut, dass er sich auf seiner Shoppingtour zu Tode essen wolle. Er scheint sich mit mehreren Stresssituationen auseinandersetzen zu müssen und konzentriert all seine Wut auf den Rat, von dem er immer noch behauptet, dass dessen Mitglieder für den Untergang seines Unternehmens verantwortlich sind. Mir scheint, dass sein aktueller Beruf als Straßenreiniger dieses Problem wohl verschärft. Ich habe vorgeschlagen, dass er seine momentane Situation akzeptieren und unbedingt eine positive Einstellung an den Tag legen soll. Wir haben eine weitere Sitzung für morgen gebucht. Die Shoppingtour sollte ihn wohl zur Genüge ablenken, während ich nach möglichen Lösungen suche. Was hat das mit einem Stück Brot zu tun? Werde Toast. Ja, wir sind Toast, Brot, ja. Hey. Okay, ja. Deswegen wahrscheinlich mit dem PlayStation-Controller. Oh, Gottes Willen. Der Brot, ja. Das Brot ist böse. Okay, langsam aber sicher. Kommen wir voran. Wo muss ich überhaupt lang? Ah! Ich habe mich trennen können. We had to split. Okay. Aber ja! Genießbarkeit nur noch 60%. Okay, wenn ich mir das so anschaue. Was zum Geier soll ich überhaupt tun? Ich habe keine Ahnung. Ich muss mir erstmal mit der Steuerung hier vertraut machen. Ja, ich weiß Tutorial und so. Fuck Tutorials. Okay, Kreis. Ach so, da halte ich mich ja an den Seiten dann fest am Boden. Okay. Oder ich greife irgendwas und keine Ahnung. Wer würde das noch essen? Ganz ehrlich, in die Kommentare schreiben. Ich nicht. Ich will nicht runterfallen! Nein! Da unten ist er tot. Aber wo? Ja, wahrscheinlich zum Toaster, ja. So, jetzt muss ich irgendwie... Ja, okay, langsam aber sicher... Komm ich... Platsch. Voran. Das ist nicht gut. Na, falsche Richtung, blödes Stück Brot. Das ist bestimmt Berndes Brot. Ich komme hier nie wieder vom Fleck. Nee, das wird nichts mehr. Ich bin nicht Toast. Also, ich muss auf jeden Fall zum Toaster. Zum fucking Toaster, habe ich gesagt. Es schaut so einfach aus. Oh, einfach nur ein bisschen mit einem Analogstick drücken und schon kommen wir voran. Aber es ist auf jeden Fall nicht so einfach zum Steuern. Ganz ehrlich, das sind ja auch die gleichen, die auch einen Surgeon Simulator entwickelt haben. Und ich muss sagen, der steuert sich deutlich einfacher. Also. Über den Stuhl kommen wir auf jeden Fall nicht hin. Ne, nächste Aufnahme. Entweder ich... Okay! Warum nicht gleich so? Entweder nehme ich die nächste Aufnahme gleich mit 30 Bild auf oder ich schraube ein bisschen an der Auflösung. Ich sehe es ja dann. Ach, da oben ist er. Ich sehe nichts. Kürzement. Okay, ich habe ein massives Problem. Ich komme nicht hoch. Doch. Ich hänge hier. Ja, Nein. Ja, komm, geh kaputt. Dich mag eh keiner. Ich meine, die Idee war prinzipiell gar nicht so... Himmelarsch, beweg dich nicht in die Richtung. Also, okay. Ruhig denken. So. Okay. So.
Hey? Jetzt den Stuhl. Nein! Ja! So. Oh, es geht vor allem wieder massiv runter. Ich würde gerne 50 Bilder haben, konstant. Das heißt aber auch, ich muss ein bisschen kaputt gehen. Boah, also die Steuerung geht mir gerade massiv auf die Eier. Massiv auf die Eier, sag ich euch, hey. Da ist ja der Surgeon Simulator der Kindergarten, hey. Das geht mir gerade echt massiv auf die Eier, hey. So. Jetzt muss ich doch nur... Moment. Fall um. Ja, so kann ich mich komplett festgreifen. Ja. Okay, das sieht komisch aus. So, okay. Da fest. Ja. Mhm. Okay. Ich falle. Die Idee ist nicht schlecht. Die Idee ist eigentlich gar nicht schlecht, aber ich war mal viel weiter. Viel weiter. Ich habe was nicht bedacht. Wie zum Geier soll ich dann dahinter kommen? Platsch. Nein! Oh. Ja. Jetzt Himmelarsch. Beweg dich, du Scheißstück Drecks. Blöder. Fall ich? Okay. Ja, nö, passt. Okay. Nur, wie zum Geier soll ich da? Ah. Ja. Nein. Boah, endlich. Scheiß Dinge, hey. Oh, ich sehe gerade, Genießbarkeit 100%. Wie habe ich denn das hingekriegt? Okay. Da. Okay, wie komme ich da jetzt rüber? Falsche Richtung. Die Steuerung geht mir so auf die Eier. Ja, geh kaputt. Scheiß doch drauf, ey. Nein, ich will ja da vorbei. Ich habe ein massives Problem. Wie zum Geier komme ich da hin? Boah. Mir kommt gerade eine blöde Idee. So blöd, dass ich nicht glaube, dass es funktioniert. Ja, jetzt glaube ich, habe ich den Dreh bisschen raus. Wenn ich mich jetzt an dem Kühlschrank entlang angel, dann... An der Spüle vorbei und dann an der Wand weiter krabbel. Das dürfte gehen. Falsche Richtung. Also jetzt habe ich... Jetzt pass auf. Jetzt muss ich R1 und R2. Ha! Ich habe die Steuerung gemastert. Ja, nicht wirklich. So, schauen wir mal, ob das geht. Warte mal, ich glaub... So. Noch. Hoch mit dir, du Sch... Nee, das klappt auf jeden Fall nicht so. Wie genießbar...
Hey, ich hab doch gar... Was denn? Ach, jetzt... Insekten... Drecks... Dinger! Drück schon wieder die falschen Tasten irgendwie. Boah, der Spiel geht mir gerade echt so auf den Sack, hey. Also eigentlich nicht das Spiel, nur die Steuerung. Ach, weiß... Oh, fuck it. Hui, das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich habe ein klitzekleines Problem. Wie komme ich jetzt... Das ist lustig, ich drücke gerade die ganze Zeit R1. Ja, es ist schön. Ja, ja, solange ich so bleibe, dann passt alles. Sobald ich auf den Boden gehe, dann... Bäh. Okay. Das war mein ursprünglicher Plan. Der... jetzt drücke ich wieder die falschen Tasten. Nee, das... Screw it, keine Lust mehr. Nee, nee. Die Steuerung geht mir so auf den Sack gerade. Ich glaube, ich werde meine Ruhe das Tutorial anschauen. Ich bin gerade echt genervt. Das Spiel ist bestimmt ganz witzig. Die Steuerung ist gerade katastrophal. Die Sormo ist definitiv... Nee, keine Chance. Gut, dann sag ich mal, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir ein Abo da. Daumen hoch, teilt es mit Freunden und Bekannten. Und man sieht sich beim nächsten Mal wieder. Bis dann.